Hey Girls, der Grund, warum Diana hier noch so ein bisschen komisch aussieht, liegt daran, dass wir zwei unterschiedliche Auftragetechniken benutzt haben mit den exakt selben Produkten. Und im Grunde verdoppeln sich so die Möglichkeiten mit den exakt selben Make-up-Produkten. Auf der Seite haben wir alles sehr weich geschminkt, sehr rund und sehr natürlich. Auf der anderen Seite eher hart und konturorientiert. Konturorientiert. Bevor es losgeht, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt geht's auch schon los. Zuallererst primen wir die Augen und hier benutze ich den Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Und dann schaffen wir einen perfekten Canvas und dafür benutze ich einen Concealer, der so 1-2 Nuancen heller ist als Dianas Haut, ziehe eine Linie an der Augenbraue entlang und den Rest gebe ich aufs Augenlid. Anschließend das Ganze gut mit den Händen verteilen. Ich empfehle euch immer, Concealer aufs obere Augenlid zu geben, weil die Haut da schon sehr dünn ist und dadurch sieht man jeden kleinen Schatten und es wird auch alles, was man später aufträgt, wie zum Beispiel Kajal oder Lidschatten, farblich verfälscht. Auf der harten Seite trage ich ein Tape am äußeren Augenwinkel auf. Jetzt ziehe ich eine Linie in die Lidfalte und dafür gehe ich vom äußeren Augenwinkel zur Mitte hin und dasselbe mache ich dann auch am inneren Augenwinkel. Diese Fläche fülle ich dann aus. Und hier benutze ich einen soften, mittelbraunen Kajal von Alverde. Auf der weichen Seite tupfe ich den Kajal auf den kompletten Lidendeckel. Das Ganze verblende ich dann mit einem weichen, fluffigen Pinsel und gehe mit dem auch relativ weit über die Lidfalte hinaus. Anschließend fixiere ich den Kajal mit einem bronzefarbenen Lidschatten. Und hier benutze ich einen sehr präzisen Pinsel, um die Kontur nicht zu verwischen. Den inneren Augenwinkel und den Augenbrauenknochen fixiere ich mit einem beigefarbenen Lidschatten. Auf der weichen Seite benutze ich wieder einen fluffigen Pinsel und hier setze ich erstmal Lidschatten auf die Mitte des Liddeckels und verteile ihn von dort aus in alle Richtungen. Ich finde, hier kann man auch ganz schön sehen, wie unterschiedlich das Endergebnis aussehen kann, abhängig vom Pinsel. Dieser flache, sehr präzise Pinsel lässt den Schimmerlidschatten auf jeden Fall sehr strahlen, also intensiviert seine Wirkung. Und dieser fluffige Pinsel schafft eher so einen Glow, der das Braun unterstützt. Und auch hier fixiere ich den inneren Augenwinkel und den Augenbrauenknochen mit beigefarbenem Lidschatten. Aber hier achte ich darauf, so ein bisschen mehr in den Braunton reinzugehen, damit wirklich ein wunderschöner Übergang entsteht. So, und jetzt geht's zum Eyeliner. Die erste Linie, der eigentliche Wing, zeichne ich bei geöffnetem Auge, weil ich so entscheiden kann, wie dick die Linie werden soll. Und von dort aus werde ich schmaler und ziehe eine Linie bis zur Mitte des Auges. Dann ziehe ich eine Linie vom inneren Augenwinkel zur Mitte hin. Auf der weichen Seite gehe ich mit tupfenden Bewegungen am Wimpernkranz entlang. Und das Ganze verblende ich dann mit einem sehr präzisen Pinsel. Für einen extra rauchigen Effekt gehe ich jetzt nochmal mit dem Kajal über den Wimpernkranz. Das Schöne an diesem Kajal ist auch, dass er wirklich beides kann. Er kann harte Konturen schaffen, weil er wirklich sehr deckend ist, aber auch weiche, weil er sich sehr gut verblenden lässt. Für eine lange Haltbarkeit empfehle ich euch, immer mal wieder Fixing Spray aufzutragen und ich benutze hier den Urban Decay All Nighter. Runtergebröselten Lidschatten entferne ich mit einem Q-Tip und Augencreme. Künstliche Wimpern kann man jetzt nicht wirklich hart oder weich aufkleben. Man kann aber durch die Art, wie man sie aufklebt und wie man sie kürzt, bestimmen, wie die Augenform aussieht. Ganz klar, wenn man die Falsies so ein bisschen mehr in den äußeren Augenwinkel klebt, entsteht so ein Cat Eye. Und wenn man die Falsies ein bisschen mehr kürzt und sehr mittig aufklebt, werden die Augen runder und ein bisschen mehr geöffnet. Verschwinden gleich. Das kitzelt ein bisschen die Augenbrauen. Die gehen doch nicht zu der Augenbrauen. Ich weiß. Auf der Seite mit den harten Konturen ziehe ich mit dem Augenbrauenstift erstmal eine Linie und zwar über der Augenbraue. Und fülle dann den hinteren Teil schon so ein bisschen aus. Vorne gehe ich mit strichelnden Bewegungen zur Mitte der Augenbraue hin und färbe so ein bisschen die Augenbrauenhärchen an sich ein, damit ich so einen schönen Ombre-Effekt habe, also von hell zu dunkel. Und für mehr Struktur trage ich jetzt noch ein Augenbrauengel auf. Auf der weichen Seite werde ich so ein bisschen fluffiger, das heißt, ich gehe mit dem Augenbrauenstift erstmal nur über die Härchen und färbe sie so ein.
Vorne ziehe ich auch noch so ein paar wilde Linien über die Augenbrauen, so werden die Augenbrauen einfach so ein bisschen fluffiger. Und noch hier gehe ich mit dem Augenbrauengel über die komplette Augenbraue. Auf der Seite mit den harten Konturen nehme ich jetzt nochmal den Kajal von Charlotte Tilbury und gehe wirklich auf den Wimpernkranz unten und ziehe da die Linie, also relativ nah am Auge. Und gehe mit dem Kajal so bis zur Mitte des Auges hin. Und am inneren Augenwinkel verlängere ich noch so ein bisschen die Diagonale. Wenn für euch tierversuchsfrei ein wichtiges Thema ist, dann ist Charlotte Tilbury gerade so ein bisschen in der Grauzone. Sie war auf jeden Fall cruelty-free. Jetzt verkauft sie aber auch vom Festland China, was eigentlich bedeutet, dass man die Produkte an Tieren testen muss. Ich habe es für mich jetzt so gemacht, dass ich erstmal keine weiteren Produkte von ihr kaufe, bis das ein bisschen besser geklärt ist. Auf der weichen Seite nehme ich den hellbraunen Kajal und ziehe auch hier eine Linie vom äußeren Augenwinkel zur Mitte des Auges hin. Wobei ich hier nicht ganz so nah an den Wimpernkranz gehe, um das Auge noch so ein bisschen mehr zu öffnen. Und diesen Kajal lassen wir natürlich auch nicht so stehen, aber den verblenden wir erst mit dem Concealer, der später drauf kommt. Unterm Auge ziehe ich mit Concealer jetzt zwei Linien, wobei ich darauf achte, dass die Diagonale am äußeren Augenwinkel sehr steil ist und sehr weit rausgeht. Das liftet den äußeren Augenwinkel nochmal so ein bisschen und betont den Wangenknochen. Auf der weichen, runderen Seite gebe ich so ein kleines C auf den äußeren Augenwinkel und einen Punkt in den inneren Augenwinkel. Und das Ganze verblende ich dann natürlich. Abschließend benutze ich immer sehr gerne den Foundation Pinsel, weil dadurch ist der Übergang noch ein bisschen mehr seamless. Und das Ganze fixiere ich mit dem Under Eye Powder von e.l.f. Das Contouring auf der harten Seite werde ich ein bisschen dramatischer machen. Das heißt, ich ziehe eine Linie vom höchsten Punkt des Ohrs zum Mundwinkel hin. Dann gehe ich am Ohr entlang und auf die Kinnlinie. Und dann gehe ich auf die Schläfe. Der Teil zwischen Schläfe und Wangenknochen lasse ich aus und dadurch wird der Wangenknochen betont und das Ganze so ein bisschen dramatischer. Um die Wangenknochen noch mehr zu snatchen, nehme ich jetzt nochmal Foundation und trage sie unter den Wangenknochen auf. Auf der weichen Seite mache ich eher eine große 3, das heißt, ich gehe von der Schläfe zum Wangenknochen und zur Kinnlinie. Diese Art von Contouring ist auf jeden Fall sehr viel natürlicher, weil es das Gesicht eher so weich einrahmt. Dafür kann die harte Seite das Gesicht mehr formen. Auf der harten Seite trage ich das Rouge direkt auf den Wangenknochen auf und verblende es. Und hier benutze ich einen Rouge-Ton von Revolution und die Palette nennt sich Sugar and Spice. Dass ich hier zwei Pinsel benutzt habe, ist eher ein Zufall, weil auf dem einen Pinsel war so viel Produkt drauf, dass ich aus Diana locker einen Clown hätte machen können. Deswegen habe ich einen zweiten Pinsel genommen, um das Ganze zu verblenden, aber ich könnte mir vorstellen, auch daraus eine Technik zu entwickeln. Auf der weichen Seite platziere ich den Rouge auch auf den Wangenknochen, aber vor allem auch auf dem Wangenapfel. Und dadurch wird das Ganze so ein bisschen weicher und natürlicher. Und für noch mehr Natürlichkeit gebe ich auch noch ein bisschen Rouge auf den Nasenrücken und aufs Kinn. Auf der harten Seite trage ich den Highlighter erstmal mit dem Finger auf, um ihn sehr präzise zu platzieren und verblende ihn dann mit einem kleinen Pinsel. Hier benutze ich einen Highlighter von Body Shop in der Farbe Bronze. Auf der weichen Seite schaffe ich eher einen Overall Glow, der in die Foundation übergeht im Grunde, also gar nicht so krass sichtbar ist und so einen schönen Glow aufs Gesicht zaubert. Und für diesen Glow gehe ich über den höchsten Punkt des Wangenknochens, auf die Schläfe, auf den Nasenrücken und aufs Kinn. Eigentlich überall hin. Auf der harten Seite gebe ich den Highlighter mit den Fingern auch aufs Lippenherz und aufs Kinn. Und da finde ich diese Härte eigentlich ganz schön und möchte es gar nicht weiter verblenden. Ich habe extra mal Farben gesucht, die vielleicht so ein bisschen herbstlicher sind, weil die gerade zur Jahreszeit passen. Mich würde natürlich interessieren, welche Farben hättet ihr benutzt? Auf der Seite mit den harten Konturen benutze ich natürlich einen Lippenpinsel und hier ziehe ich mir erstmal eine Linie am Lippenherz und verbinde die dann mit dem Mundwinkel. Unten meist ähnlich, ich ziehe mir eine Linie und verbinde auch die mit dem Mundwinkel. Und hier benutze ich einen Lippenstift von Colourpop in der Farbe Daydream. Für eine besonders harte Kante am äußeren Mundwinkel nehme ich jetzt nochmal Concealer und gehe am Mundwinkel entlang. Durch diese kleine Aufhellung wirkt diese Kante einfach noch schärfer.
Auf der weichen Seite tupfe ich den Lippenstift einfach nur drauf und als Finish, um das Ganze so ein bisschen zu fixieren, nehme ich nochmal den goldenen Highlighter und gebe ihn auf die Unterlippe. Und hier seht ihr beide Techniken nebeneinander gestellt, weich und hart. Man kann diese Techniken natürlich miteinander mischen, also ein weiches Augen-Make-up zu einer harten Lippenkontur. Trotzdem würde mich natürlich interessieren, welcher Make-up-Look euch besser gefallen hat. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Thumbs up freuen. Und hier geht's direkt weiter mit spannenden Make-up-Looks.